Und jetzt hoffe ich, dass man mich hört. Einen wunderschönen guten Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Der Rätselmeister will es wissen. Das Pokémon-Quiz mit mir, eurem Rätselmeister Jan. Schönen guten Abend. Ich, ich sehe ein Yes. Ich hoffe, dass es heißt, dass man mich hört. Jetzt hört man mich. Sehr schön. <laughs> Ey, wunderbar. Das ist halt das, wenn du das erste Mal äh, sowas selber planst, dann die Szenen selber einstellst und dann einmal vergisst, den Audio-Input für dich einzustellen. Na super. Jetzt ist er eingestellt, ihr hört mich, ist doch wunderbar. <laughs> und jetzt ist ein dummer Zeitpunkt, um Ringfit zu spielen. An der Stelle, wo du gerade da bist, schönen guten Abend, der Bescheidwisser. Und an ihn könnt ihr auch mal einmal ganz viel Liebe raushauen, denn er hat mir unter anderem heute geholfen, äh, 30 Fragen insgesamt, die ich für euch vorbereitet habe, vorzubereiten, äh, rauszusuchen, durchzugehen und soweit vorzubereiten, dass sie euch jetzt gleich prä präsentieren kann. Ähm, genau, dieses Mal sind es ganze 30 Fragen. 20 Fragen zu dem Pokémon-Jahr 2021, wo ich mir bestimmte lustige Geschichten, lustige Fakten, und einzelne Daten aus Veranstaltungen, Events und sonstigen Ereignissen, die dieses Jahr passiert sind, rausgenommen habe. Zehn weitere Fragen habe ich mir rausgesucht aus einem ganz bestimmten Grund. Dazu aber später mehr. So. Was machen wir überhaupt bei diesem Quiz und vor allem, wie funktioniert dieses Quiz überhaupt? Das zeige ich euch hoffentlich jetzt. So, und jetzt müsste euch was angezeigt werden, nämlich die Regeln des Tools Quizkit. Die meisten von euch haben damit ja schon unter anderem beim Community Day Quiz mitgemacht. Ähm, für diejenigen, die jetzt neu dabei sind, einmal kurz nochmal zu erklären. Die 30 Fragen, die ich gleich abfragen werde, die haben mehrere Antwortmöglichkeiten. Ihr habt die Chance, entweder auf dem Bildschirm, wenn ihr auf PC guckt, mit der Maus dann, oder aber wenn ihr mit dem Smartphone unterwegs seid, dann auf der Fläche, wo normalerweise der Chat angezeigt wird, eine von vier möglichen Antworten auszuwählen, um zu gucken, ob diese Antwort richtig oder falsch ist. Beko dip, dip, dip. Parallel dazu läuft ein Timer. In dem Fall sind es aktuell 20 Sekunden. Je nachdem, wann ihr diesen Timer stoppt, bekommt ihr Punkte. Entweder sollte eure Antwort richtig sein, gut geschrieben auf euer Konto, oder wenn, eure Frage falsch wenn ihr die Frage falsch beantwortet haben solltet, wieder abgezogen. Heißt, es wird dadurch, dass nach Punkte gespielt wird, wird derjenige natürlich auch gewinnen, der die meisten Punkte erhält. Dementsprechend ist es auch eine valide Strategie, wenn ihr, wenn ihr euch bei einer Frage nicht sicher seid, zu sagen: Hey, ist mir zu heikel, ich möchte diese Frage nicht beantworten, ich lasse den Timer auf Null laufen. So hat schon der ein oder andere einen Sieg hier bei diesen Quizzes eingeholt. Deswegen überlegt gut, was ihr macht und ratet auf jeden Fall fleißig mit. Wird es wieder eine Rätselmeisterantwort geben? Nein, ich habe tatsächlich die Quizfragen so weit geplant, dass es diesmal äh, keine, ähm, dass es diesmal nur zwei oder nur drei verschiedene Antwortmöglichkeiten gibt und dementsprechend auch keine Fillerantworten vorbereitet. Das heißt, für jeder Frage sind diesmal vier Antwortmöglichkeiten gegeben. So, und wenn sonst keine weiteren Fragen mehr sind, da schaue ich jetzt sonst noch mal einmal in den Chat. Erkläre ich noch einmal ganz kurz. Die Antwortmöglichkeiten, die ich gleich von meiner Seite aus vorlesen werde, die habe ich für mich in einer eigenen Reihenfolge aufgeschrieben. Ähm, die Darstellung, wie sie dann bei euch gleich ist, könnte davon abweichen. Deswegen vertraut jetzt nicht unbedingt dem, was ich gleich vorlesen werde, sondern schaut selbst auf eurem Bildschirm, ob die Antwort, die ihr dann auch auswählen wollt, die ihr dann auch wirklich ausgewählt ist. Ansonsten sei noch gesagt, wenn ihr das erste Mal mitspielen solltet, aber aktuell habe ich kein fremdes Gesicht gesehen. Sehen wir ansonsten gleich nochmal. Denn ne, wir können ja auch gleich die Ergebnisse nochmal nacheinander anzeigen lassen. Ähm, der Chat meldet sich nicht mehr. Dann würde ich an der Stelle einmal die Frage stellen, seid ihr bereit? Wenn ich sonst keine Widerworte hören würde, dann würden wir anfangen. Gary ist bereit. Bei Red Tail hat mich beinahe die äh, Kirill'sche Angewohnheit erwischt, aber gerade nochmal so die Kurve gekriegt. Ansonsten alle anderen sind bereit. Dann würde ich sagen, starten wir. Ready when you are, yo. Schönen guten Abend, Roadrunner. Hatte, hatte ich noch gar nicht gesehen. Moigart sehe ich jetzt gerade auch. So, genau. Wenn keine weiteren Widerworte sind, dann würde ich mal sagen, starten wir mit dem Quiz. Das Pokémon Jahr 2021. Und womit könnte man besser beginnen in diesem Jahr, als mit diesem wunderbaren, großen Jubiläum, was dieses Jahr stattgefunden hat? Pokémon Company hat seit... Februar oder auch schon seit Januar mehr oder weniger angekündigt, dass man dieses Jubiläum, was dieses Jahr stattfinden soll, groß feiern will. Und das, ne, wenn man jetzt so auf dieses Jahr zurückblickt, kann man sagen, dass man das schon gut geschafft hat. Wir kommen zur ersten Frage und ich möchte gerne von euch wissen: Welches Jubiläum feierte die Pokémon Company im Jahr 2021? 20 Jahre Pokémon, 22 Jahre Pokémon, 25 Jahre Pokémon oder 30 Jahre Pokémon. Die Zeit ist um. Und ich denke, das war eine schöne Einsteigerfrage. Da muss ich jetzt nur noch einmal kurz warten, bis der Review-Button einmal auftaucht. Denn, natürlich ist da die richtige Antwort, die Pokémon Company hat dieses Jahr das 25-jährige Pokémon-Jubiläum gefeiert. Sieben Leute haben das gewusst, eine Person nicht. Ist aber nicht schlimm. Denn es gibt noch genug andere Fragen, wo genug Punkte zu sammeln sind. Wir können ja mal an der Stelle einmal kurz reingucken, wie die Scores aussehen. Und zwar haben wir da Redtail, der die Frage am schnellsten beantwortet hat. Da möchte anscheinend jemand seinen Titel verteidigen. Dahinter Tadak Lurak, Domitius, Roadrunner, Barbakühn. Wir haben mit Contestant 11, Contestant 10 jemanden, der anscheinend noch nicht äh, mit dem Quizkit-Tool umgegangen ist. Da einmal der Hinweis, ähm, wenn du auf dem äh, PC unterwegs bist, gibt es auf der mittleren Höhe des Bildschirms, wo meine Übertragung stattfindet, einen Button Quizkit. Da gehst du einmal hin, schaust dir dann die Einstellung Manage Access an und da gibt es dann die Möglichkeit zu sagen, dass dein Name freigeschaltet werden soll. Das passiert jetzt wahrscheinlich noch nicht direkt in der nächsten Frage, sondern das braucht wahrscheinlich erst zwei, drei Fragen, bis das vernünftig angezeigt wird. <laughs> ich sehe was zu klicken, ich klick drauf, du kennst mich. Und richtig antworten darf ich ja nicht, genau, weil du kennst die Fragen ja alle. Oh nein, bin leider zu spät. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, das ist genau Podcast. Genau, war erst die erste Frage. Ähm, ist zwar jetzt ein bisschen doof, weil das genau die Frage gewesen ist, wo man gut äh, Punkte hätte sammeln können. Aber ähm, bei 600.000 möglichen auszuspielenden Punkten ist, glaube ich, bei 580 Punkten noch was drin. Würde ich jetzt spontan behaupten. So, wollen wir dann aber zur nächsten Frage kommen. Und ähm, genau, 25-jähriges. Ja, jederzeit. Gleich müsste, ähm, sobald ich die nächste Frage falsch halte, was ich gleich tue. Ähm, müsstest du direkt dann die Antwortmöglichkeiten sehen können und draufklicken können. Deswegen, das sollte kein Problem sein. Dann mache ich auch direkt mit der nächsten Frage weiter und kommen wir zu den Projekten, die zu diesem Jubiläum angekündigt worden sind. Denn was als eins der ersten Projekte bekannt geworden ist, ist das P25 Music Projekt, wo ganz viele bekannte, auch teilweise unbekanntere KünstlerInnen gejoint haben um dem Pokémon Franchise eigene Musikstücke zu widmen. Zu widmen, zu komponieren, zu sponsern, wie man es nennen will. Ich möchte gerne von euch wissen, Frage 2. Welcher Künstler, welche Künstlerin wurde als erste, als erstes für das Projekt P25 Music angekündigt? Katy Perry, Ed Sheeran, Mabel oder Post Malone? So, mir hat's genau, Podcast. Wurden dir die Antwortmöglichkeiten angezeigt? Herbert Grönemeyer. <laughs> oh, das wäre bestimmt. Das wäre bestimmt ein gutes Feature gewesen. Und das P heißt P. Alles vergisst, weil er ver So, hat sich vertan. Wollen wir doch mal gleich gucken. <laughs> Endlich die arctos kollaboration Etwas, was ich mir als ähm, junger Tabaluga-Fan damals bestimmt äh, Was mich als junger Tabaluga-Fan damals bestimmt gefreut hätte. Die richtige Antwort in dem Fall ist Katy Perry. Und das haben vier Leute richtig gewusst. Genau. Katy Perry wurde schon am 13. Januar angekündigt, während Post Malone erst am 11. Februar angekündigt worden ist. Das einmal zur Erklärung. Roadrunner fast wieder auf Null. So, ja, wurde angezeigt. DJ Bobo Feature wäre bestimmt auch witzig gewesen. Das dann in Kombination mit einem Pokémon-Rap wäre bestimmt, wahrscheinlich dann zusammen mit allen 898 Pokémon bestimmt richtig cool geworden. Mensch, wenn man da Möglichkeiten gehabt hätte. Das wäre cool gewesen, bestimmt. Aber naja. So, wollen wir mal eben kurz nochmal in die Scores gucken. Was ist passiert? Rainbow Rocket 32 als schnellstes, wir haben zwei neue Contests. Da auch einmal wieder der Hinweis, wenn ihr gerne mitmachen wollt, auf mittlerer Höhe eures Bildschirms, wenn ihr über PC zuguckt, ist der quiz kit button Da einmal drauf drücken. Da gibt es die Option Manage Access und von da aus könnt ihr dann euren Namen anzeigen lassen. Wenn ihr auf dem Handy mitspielen solltet, müsst ihr einmal über das Chatfenster. Oder über die Chatleiste, die dann auftaucht, müsst ihr dann auf der rechten Seite da das Quizkit-Icon anklicken. Dann sollte das alles ohne Probleme funktionieren und dann werden auch eure Namen angezeigt. Kann es sein, dass mein Name nicht richtig angezeigt wird? Mir hat es genau Podcast. Wenn du gerade zugehört hast, dann weißt du, woran es liegt. Ansonsten. Genau. <laughs> ah. Wunderbar. Dann gehe ich schon mal weiter zur nächsten Frage. Und erzähle, dass es neben dem P25 Music Projekt auch wieder ein anderes kleines Projekt gegeben hat, was im Vergleich zum Vorjahr tatsächlich etwas kleiner ausgefallen ist. Wer sich an die letztjährige Pokémon des Jahreswahl erinnert, weiß, dass da mit Google zusammengearbeitet worden ist und dementsprechend, dass er dann auch groß beworben ist, wurde. Man konnte über Google dann direkt die Seite aufrufen und da sein Lieblings-Pokémon, seine Lieblings-Pokémon mehr Eins oder mehrere dann auswählen. Dieses Jahr ist man einen anderen Weg gegangen. Man hat nur die japanische Community abstimmen lassen. Man musste auf Twitter ähm, seine Stimme abgeben. Und so wurde dann hinterher zusammengezählt, wer das Pokémon des Jahres 2021 geworden ist. Frage Nummer drei: Ich möchte gerne von euch wissen, welches Pokémon wurde zum Pokémon des Jahres 2021 gewählt? Chillabel, Deden, Serpifoy oder Zubiris. Irgendwie wird trotzdem mein Name nicht richtig angezeigt. Mir ähm, hat's genau Podcast, das dauert jetzt erstmal ein, zwei Fragen und dann, wenn wir gleich nochmal Show Scores sehen, dann wird das auf jeden Fall gut, dann wird das auf jeden, dann wird auf jeden Fall dein Name richtig angezeigt. Jetzt sehe ich zumindest, die Zeit ist um. Epigary hat's anscheinend gewusst. Dann löse ich mal auf. So, die vier Pokémon, die wir hier jetzt gerade stehen haben, das sind die Top 4. Wir sind auf den Plätzen 1 bis 4 gelandet. Platz 4 ist Serpifoy. Platz 3 Zubiris. Und auf Platz 2 Schillabel. Denn ist Pokémon des Jahres 2021, was sieben Personen richtig gewusst haben. TeilnehmerInnen. Das sind die Top 4. Das hat im Vergleich zum letzten Jahr anders ausgesehen. Wie gesagt, es gab eine andere Abstimmung. Ein anderes Abstimmungsverfahren. Es gab eine kleinere Community. Und das ist das, was aus dieser Abstimmung rausgekommen ist. Ein Auf und Ab. Wollen wir dann uns mal eben nochmal die Scores ansehen? Wollen wir mal gucken? Ja, jetzt genau, ein Podcast wird angezeigt, genauso wie Mo Inkart. Saris World ist mit dabei. Schönen guten Abend. Und jetzt ist zumindest jeder auch mit seinem Namen richtig dabei. Ist doch super. Happy Gary hat die Frage am schnellsten beantwortet. Der Gesamtscore sagt gerade, Rainbow Rocket Ride Shoe ist auf Platz 1 dicht dahinter gefolgt von Mo Inkhardt. Ein Auf und Ab. Und Red Hail aktuell auf Platz 7. Es wird tatsächlich spannend. So. An der Stelle mal die Frage gestellt: das, Wäre das okay für euch, wenn ich zu jeder Frage dann einmal auflöse, wie die Punktzahlen aussehen? Oder sollen wir das wieder in bestimmten 5er- oder 10er-Schritten machen? Wie die letzte Mal auf? Wie sieht es aber euch aus? Was wäre euch da lieber? Schritte. Mhm. Oh, man ist geteilt, sehe ich gerade. Dann machen wir zumindest schon mal einmal mit der nächsten Frage weiter. Und wir bleiben bei der Pokémon des Jahreswahl. Und zwar bin ich, gab es ähm, ähnlich wie zu der Wahl des Jahres letzten Jahr eine Abgrenzung der verschiedenen Regionen. Und da habe ich mir mal vergleichsweise angesehen, welche Pokémon sind denn letztes Jahr auf dem ersten Platz in der jeweiligen Region gewesen und welches Jahr, welche Pokémon sind dieses Jahr auf Platz 1 in der jeweiligen Region gewesen. Ich möchte gerne von euch wissen. Frage 4. Welches Pokémon, das bei der Pokémon des Jahreswahl 2020 in seiner Region die meisten Stimmen erhalten hat, war 2021 ebenfalls auf Platz 1 in seiner Region. Lurak, Maski, Lucario, Mimikma oder Nachtara? Okay, man möchte auf jeden Fall innerhalb von fünf Schritten das Ganze aufgelöst haben. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So, die Zeit ist abgelaufen. Roadrunner hat sich nicht getraut. Dann wollen wir schon mal anfangen, etwas aufzulösen. So, bei Mimikma habe ich mich schon fast versprochen, gerade als ich die Frage vorgelesen habe. Denn äh, Mimikma ist 2021, nachdem es 2020 auf Platz 1 gelandet ist, nur auf Platz 2 gelandet. Platz 1 ist Mosquito geworden für Alola. Glurak? ist nur auf Platz 3 gelandet in Kanto dieses Jahr. Auf Platz 1 ist Magnetilo gelandet. Ich weiß nicht warum. Und Lucario ist auf Platz 5 gelandet. Platz 1 in Sinnoh ist Plinfa geworden. Nach Tara hat es sowohl 2020 als auch 2021 geschafft, das ähm, bestplatzierte Pokémon für Yotu zu sein. Und das haben zwei Leute richtig gewusst. 5, unwürdig. Ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist. <laughs> der Blick von Ropi neben die setzt mich so strafend unter Druck. Habe ich es deswegen dahingesetzt? Oder habe ich es deswegen dahingesetzt, damit der Mikrofonarm nicht so nackt aussieht? Man weiß es nicht. Zwei Leute haben es richtig gewusst und da wir jetzt gesagt haben, wir wollen es nicht weiter auflösen. Lassen wir erstmal das Ganze so stehen und kommen jetzt zur Frage 5. Wir gehen erstmal etwas weg. Wir gehen jetzt erstmal weg von den Events, die von der Pokémon Company passiert sind und gehen zu Streams, die von der Gruger Liga Seite stattgefunden haben. Denn wer sich vielleicht daran erinnert, dieses Jahr, nachdem unser Community Day letztes Jahr so gut angekommen ist, haben wir uns gedacht, fangen wir mit dem Livestreaming an und haben euch da ein gutes Programm geboten? Im Februar hat das Ganze schon angefangen, unter anderem mit dem Krugerliga-Pokémon mit Kirill, der aktuell jeden Montag und Mittwoch ab halb acht läuft. Oder aber, ähm, was gerade nicht so regelmäßig läuft, die Forschungsreisen von unserem Professor Kastan. Der hat ja schon die Galaregion bereist. Das auch schon erfolgreich und aktuell ist er wohl in Alola unterwegs. Wobei es mal bestimmt mal ganz nett wäre, mal wieder von ihm zu hören. Ganz bestimmt. Das wird wahrscheinlich irgendwann auch wieder zustande kommen. Aber bevor das passiert, würde ich erstmal gerne was von euch wissen zu seinen Forschungsreisen. Denn. Da kommen wir jetzt zu Frage Nummer 5. Welches Pokémon. Ist im Professor Kastans Forschungsreise den ersten nasslock tod gestorben. Schimpep, Fukano, Golbit oder Riolu. Hm. <laughs> mm -hmm. So, schönen guten Abend, 18 Tim 3. Mhm. So, ich habe an der Stelle schon mal die gute Nachricht. Es gibt nur noch, nur noch zwei weitere Fragen zu unseren Streams. Alle anderen haben mit der Pokémon nichts zu tun. Ansonsten, für die Leute, die unsere Streams regelmäßig gucken, bestimmt der beste Zeitpunkt, um Punkte zu sammeln. Deswegen, um hier einmal aufzulösen. Das erste, das Pokémon, was den ersten Naslock-Tod in seiner Forschungsreise gestorben ist vom Professor Kastan, ist Riolu. Und da war man sehr geteilt, als man die Antwortmöglichkeiten genommen hat. Jeweils zwei Personen pro Antwortmöglichkeit. Richtig interessant. Und da wir jetzt aber bei einer 5-Fragenmarke sind, können wir uns diesmal wirklich ansehen. Wer das richtig beantwortet hat. Domitius und Roadrunner, beide richtig geantwortet. Habt ihr sehr gut aufgepasst. Alle anderen, ne? Einschaltpflicht, Hausaufgaben. Merkel. Was sagt das denn aktuell über die Total Scores aus? Domitius, aktuell auf Platz 1, mit 42.000 Punkten rund. Dahinter Rainbow Rocket Raichu, muss ihren ersten Platz abgeben. Danach Roadrunner, Red Tail, genau Podcast auf Platz 5. More Incard noch mit positiven Punkten, dann RP Gary und Sari's Firth, dann die ersten mit negativen Punkten. Redtail aktuell auf Platz 4 mit 32000 Punkten. Gut. Ne, kann aber noch werden, sind nur 10000 Punkte Unterschied, da ist auf jeden Fall noch viel aufzuholen. Dann wollen wir mal weitergehen. Wir sind im Februar und wir sind am Ende des Monats Februar und zwar bei der ersten pokémon present des Jahres. Wer sich noch daran erinnert, es wurde ja groß aufgefahren auch wegen dem Jubiläum 25 Jahre Pokémon. Deswegen gab es als Anfangssequenz einen kleinen Einspieler, wo dann noch mal die komplette Zeitreise, der komplette Zeitstrang mit allen, was innerhalb des Pokémon-Kosmos passiert ist, angezeigt wurde. Bevor das aber mit den Jahreszeilen losgegangen ist und 1996, gab es nochmal von jedem Spiel die Anfangssequenz, wo entweder der Professor, die Professorin oder Chairman Rose, ähm, ihre Sequenz am Anfang hatten und ihren Satz gesagt haben, willkommen in der Welt der Pokémon. Da man sich in der Company gedacht hat, hey, aktuell haben wir acht Generationen, Aktuell übersetzen wir auch die Spiele in acht verschiedene Sprachen. Wäre doch ganz interessant zu zeigen, ähm, dass wir diese Diversität besitzen und haben jeder Generation eine eigene Sprache gegeben für diese Sequenz. Ich möchte gerne von euch wissen: Frage Nummer 6: Welcher Professor hat in der Intro-Sequenz der Pokémon Present vom 26. Februar Deutsch gesprochen? Professor Birk? Professor Eibe, Professor Platan oder Professor Kukui. So. Redtail hätte Chimpep getippt. Roadrunner freut sich, dass es richtig gewesen ist. 2018 auf der Gruga Rätselmeister geworden. Dark Lurak. Auch eine gute Sache. Glückwunsch. Dann. Aber jetzt recht sich, dass die Streams geschwänzt haben. Mhm. Mir haut's genau, Podcast. Die Frage ist so hart, aber so gut. Dankeschön. <laughs> Muss wieder raten, aber Platan und Kukui safe nicht. Zu riskant zu raten. Platan war bestimmt französisch. Oh, bei mir funktioniert das nicht. Äh, Rainbow Rocket äh, Raichu, einmal den Stream dann bitte aktualisieren. Dann sollte es wieder laufen. Ist jetzt gerade blöd, weil du dann die Frage nicht mitmachen konntest. Aber dann ähm, wird es gleich wahrscheinlich laufen. Einen wunderschönen guten Abend, Kuchengabel. Schön, dass du reinschaust. Wir sind gerade erst bei Frage 6 und es sind noch 24 Fragen übrig. Deswegen kannst du gleich noch locker reinsteigen. In der Zwischenzeit löse ich aber die Frage auf, die wir aktuell haben. Dann wollen wir noch durchgehen. Ähm, das ganze, die Sequenz ist ja rückwärts durchgegangen. Das Ganze hat bei Generation 8 begonnen. Chairman Rose natürlich Englisch gesprochen. Danach Professor Kukui hat Chinesisch gesprochen oder Mandarin. Ich weiß nicht, wie man das, ob man das dann Chinesisch oder Mandarin nennt, wenn dann die, Schreib die Schrift dann da steht. Professor Platan hat Deutsch gesprochen. Äh, Professor Esche Taiwanesisch. Professor Eibe Französisch. Professor Böck Spanisch. Dann, äh, Professor Eich in Generation 2 Italienisch und in Generation 1 hat dann Professor Eich Japanisch gesprochen. Professor Platan hat keiner getippt! Weil wahrscheinlich, ähm, ja, es ist echt komisch, dass Platan Deutsch gesprochen hat, obwohl das die Generation gewesen ist, wo man nach Frankreich gegangen ist. Das hat mich auch sehr gewundert. Ähm, wahrscheinlich liegt das aber eher daran, dass man in der Reihenfolge der Schriftarten danach gegangen ist, dass die, ähm, dass die jeweilige Sprache dann wichtig für die Company gewesen ist. Also dass wahrscheinlich dann in deutschsprachigen Ländern das Pokémon-Spiel mehr funktioniert hat als im französischen. Und deswegen hat man dann dem Deutschen dann den Vorzug gegeben. Ich kanns, ich könnte es mir sonst nicht anders erklären. Wenn ihr eine bessere Erklärung habt, ähm, könnt ihr mal gerne gucken. Aber aktuell gibt es für keinen irgendwelche Punkte für die Frage, was Kuchengabe vielleicht etwas freuen dürfte. Weil jetzt kann er auf jeden Fall dadurch sehr aufholen. Der Bescheidwisser plaudert wieder aus dem Nähkästchen. Der fand die Anekdote auch ganz toll, als er mir die mitgeteilt hat. Ja, fand ich. Fand ich. Ähm. Mhm. Gut. Dann wollen wir aber ganz schnell weg von der Frage und wollen wir dann zu einer Frage gehen, die ihr bestimmt alle wieder beantworten könnt. Ähm, auf der, ähm, der Pokémon Präsenz wurde dann ganz viel angekündigt, unter anderem zu Spielen, die wir gleich noch, ähm, zu denen ich gleich noch Fragen haben werde. Was aber nicht erzählt worden ist, was dann heimlich oder nicht unbedingt heimlich laut und deutlich gemacht worden ist, ist eine Aktion bei McDonald's. Denn da hat man zusammen mit dem Happy Meal kooperiert und ein kleines Pokémon-Goodie angeboten, zusammen mit ein paar Karten. Frage 7. Ich möchte gerne von euch wissen, welche Pokémon haben die Karten gezeigt, die im Happy Meal von McDonald's verteilt wurden? Evoli und ihre Weiterentwicklung. Legendäre Pokémon. Mysteriöse Pokémon. Oder Starter Pokémon. Es wird nur das QuizKit-Logo angezeigt. Ansonsten, das dürfte ja ein bisschen her sein. Rainbow Rock Raichu, funktioniert es jetzt bei dir? So. Genau, dann sehe ich gerade, Musst du erst die passende Antwort suchen bei Roadrunner. Genau, ansonsten, Rainbow Rocket Raichu einmal melden. Genau, die richtige Antwort ist unter anderem neben Pikachu natürlich die Starter Pokémon und das haben alle bis auf eine Person richtig gewusst. Sehr schön. Heute ist ein toller Tag, gibt es für den verlierenden Trostpreis? Nein, es gibt ja noch genug Möglichkeiten zurückzukommen. Es werden noch 23 Fragen ausgespielt, deswegen da sollte auf jeden Fall was. <laughs> jetzt halt mal bitte. Gut, ich bekomme zwar keine Regieanweisung auf die Ohren, aber dafür. am vor die Nase gesetzt, ist doch auch mal ganz. Ach stimmt, jetzt, jetzt verstehe ich auch gerade, was du meinst. Ich weiß aber gerade gar nicht, wo ich sie habe, tatsächlich. Genau, weil ich habe mir ja selber ja auch eine Pokémon-Karte besorgt. Jetzt weiß ich aber gerade nicht, wo die ist. Ach, wie doof. Das wäre jetzt tatsächlich. Ja. Habe ich jetzt auch verstanden. Alles gut. Den müsste ich jetzt suchen. Ich habe tatsächlich eine Glitzerkarte von Nodrüppe mir besorgt. Dieses Jahr. Mhm. Genau. Nee. Schade. Wäre wirklich eine gute Gelegenheit gewesen. Das stimmt. Gut. Dann wollen wir das mal eben ganz kurz kaschieren und kommen wir zur nächsten Frage. Und zu einem Spiel, was in der ersten Jahreshälfte veröffentlicht worden ist, worauf sich ganz viele gefreut haben. Schon seit mehr als 20 Jahren. Denn. Wir wollen jetzt über New Pokémon Snap reden. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit mit dem Spiel. Ich habe selber persönlich nicht gespielt, weil es ist einfach nicht mein Genre. Deswegen hoffe ich, dass zumindest ihr, wenn ihr das gespielt habt, Spaß gehabt habt und stelle jetzt meine Fragen zu den Spielen. Frage Nummer 8. Ich möchte gerne von euch wissen. Mit welchem Hilfsmittel können New Pokémon Snap Pokémon angelockt werden? Mit dem Pflaumapfel, mit dem Plüschapfel, mit dem Samtapfel oder mit dem Seidenapfel? Er zeigt mir nur das Quizlogo an. Das ist komisch. Auf welchem Gerät bist du denn unterwegs, Rainbow Rocket Reitschuh? Auf PC oder auf Smartphone? So, das ist leicht. Oh, Apple Gary hat sich... Smartphone, sagt sie, okay. Ähm, auf dem Smartphone müsste es so sein, dass wenn... Du musst halt bei dir leider dann zwischen dem Chat und dem ähm, Fenster, wo die Antwortmöglichkeiten angezeigt werden, wechseln. Deswegen musst du immer gucken, dass du... Ich, Glaub, du müsstest dann auch auf das Symbol klicken, um dann vernünftig wechseln zu können. Ich hoffe, das funktioniert gleich. Mhm. Ansonsten müssen wir uns was anderes ansehen. So, richtige Antwort. Die meisten sagen schon, es war leicht. Gary hat sich anscheinend verdrückt. Richtige Antwort, Samtapfel. Elf Leute haben geantwortet. Neun davon richtig. Wunderbar. Pflaumapfel klingt nach einem Pokémon. So, Auflösung ist raus. Ich hoffe, da sind richtige Antworten dabei. So, dann wollen wir jetzt noch mal probieren. Rainbow Rock 32. Auf das Quizkit-Symbol gehen und eigentlich, wenn wir gleich die nächste Frage dann stellen, solange du den Chat natürlich nicht siehst, sollte, sollten dann gleich die Antworten angezeigt werden. Ansonsten, na, wir hatten. Ansonsten probieren wir einmal eben kurz, was passiert, wenn wir Show Scores anzeigen. Redtail hat am schnellsten geantwortet. Total Scores. Domitius aktuell vorne. Wunderbar. Und dann wollen wir gleich hoffen, dass das bei Rainbow Rock Schreitschuh weiterhin funktioniert. Das können wir natürlich am besten mit der nächsten Frage testen. Wir bleiben bei New Pokémon Snap und beschäftigen uns mit einem Pokémon, was einen sehr, einen sehr verspäteten zweiten Auftritt hatte. Dann ist es wohl so gewesen, dass ähm, muntere Finder in dem Trailer, in dem Reveal-Trailer zu New Pokémon Snap, ein Pokémon gesehen haben, was, wie sich hinterher herausstellte, im Spiel erstmal nicht vorhanden gewesen ist und erst mit dem Update 2.0.0 eingefügt worden ist. Frage 9. Ich möchte gerne von euch wissen: Welches Pokémon, das im Reveal-Trailer zu New Pokémon Snap vorkam, wurde erst durch das Update 2.0.0 ins Spiel integriert? Anton, Knilz, Pi oder Tampignon? Tarnpignon. Tarnpignon. Schwerer Name. Anton Knilz Pi oder Tarnpignon? Welches Pokémon kam in dem reveal Trailer vor, aber erst durch das Update 2.0.0 erst richtig integriert in das Spiel? So. Man war sich nicht sicher, dann kann ich zumindest schon mal verraten, wenn ihr euch den Reveal-Trailer später ansehen solltet nach dem Quiz, schaut mal in Sekunde 32 bis 33 rein. Da kann man nämlich das Pokémon sehen, was es erstmal nicht in, das, in die erste Ausführung des Spiels geschafft hat. Die richtige Antwort ist Knilz. Und das haben vier Leute richtig gewusst. Hätte ich mal den Trailer angesehen. Ja, ja. Mhm. Ne, hin und wieder ist es schon mal vorteilhaft, sich mit Sachen auseinanderzusetzen, die von der Pokémon Company gepostet werden, das stimmt. Mhm. So. Hätte ich mal mehr als 30.000 Punkte riskiert. Ich glaube, so viel kannst du nicht riskieren. Du kannst maximal 2.000 Punkte pro Frage. Doch, 20.000 maximal. So rum. So, das war Frage 9. Ähm, und wo wir gerade vom New Pokémon Snap gesprochen haben und der Möglichkeit, Pokémon mit der Kamera einzufangen, es gibt natürlich noch ganz, noch eine ganz andere Möglichkeit, Pokémon einzufangen. Und wenn wir darüber reden, ist natürlich, wisst ihr natürlich alle, wovon ich spreche, nämlich von Pokeball. -Vale. Und da. Das hätte ich eigentlich jetzt auch griffbereit haben können. Jetzt habe ich es aber ungefähr da oben auf dem Regal stehen. Gab es von The Wand Company dieses Jahr die wunderbare, die schöne Möglichkeit, Pokéball-Replika zu bestellen. Ich habe den Pokéball aktuell bei mir und im Laufe des Jahres hat man auch noch verschiedene andere rausgebracht. Den Meisterball leider nur in den Pokémon-Centern in Amerika. Und auch nur, wenn man vor Ort gewesen ist, die konnte man leider nicht online vorbestellen. Sehr schade. Aber dafür gibt es ja Gott sei Dank noch eine andere größere Möglichkeit. Frage 10. Ich möchte gerne von euch wissen, welches Pokéball-Replika ist laut The One Company im Mai, im 1. Mai 2021 erschienen? Pokéball, der Superball, der Hyperball oder der Premierball? Das war sicher teuer. Ja. Äh, geht in den anfänglichen dreistelligen Bereich, wenn du die einholst. Aber je nach Händler habe ich schon mitgekriegt, dass ähm, die auch ein bisschen runtergehen. Also UVP ist, glaube ich, so um die 108 Euro. Da gibt es aber auch jemanden dann im deutschen, im europäischen Raum, der dann auch die deutschsprachigen Länder beliefert. Das war alles Gott sei Dank dann kein Problem. So, die Bedenkzeit ist um. Was habt ihr denn so? Die Meisterbälle werden so teuer bei eBay verkauft. Hast du da zufällig einen Preis? Weißt du da zufällig einen? Ansonsten, ich löse schon mal auf. Frage 10. Die richtige Antwort ist der Superball. Und da sind vier Leute mitgegangen. Fünf haben auf Premierball geklickt. Ganz knapp. Ankermann hat sich zwei der Bälle geholt. Nerd ja, ist schade. Ja. Redtail hat richtig geantwortet, ja. Ne, der pokeball hat mir tatsächlich gereicht. Wobei, ich habe gehört, der Premierball soll auch sehr schön sein. Oder kann ich mir auch vorstellen, dass er sehr schön sein wird. Ähm, aber schauen wir doch erstmal, bevor wir uns die Pokebälle angucken, wie es denn aktuell mit den Scores steht. Redtail ist anscheinend wieder auf einer guten Spur, denn er hat sowohl am schnellsten geantwortet, als auch... Ist als auch seine Position wieder zurückgeholt, beziehungsweise er versucht es, denn er ist gerade auf Platz 2, Roadrunner auf Platz 1, Punkt, 5000 Punkte Abstand, dahinter Domitius, Mo Inkhardt, podcast immer noch auf Platz 5, Dark Luwak an der letzten Grenze mit 20.000 Punkten im positiven Bereich, dahinter geht dann der negative Bereich los, und Rainbow Rocket Reinschuh scheint schon wieder mitzumachen. Ich habe zumindest jetzt erstmal nichts von ihr gehört. Ich kann aber auch nochmal sonst hier gucken. Nee, scheint nicht der Fall zu sein. Ansonsten... Teilweise kosten die Meisterbälle auf eBay 950 Euro. Ach du je. Das ist wirklich heftig. <laughs> Stimmt. Wo mein Bruder gerade schreibt, kein Ding, ja, und er hat mir geraten, vom, die Meisterball-Antwort zu streichen und dafür dann den Premierball reinzunehmen. Anscheinend habe ich damit jemanden gut auf die falsche Fährte geführt. So. Ähm, wir sind bei Frage 10 gewesen. Wir haben das erste halbe Jahr schon durch und wo wir gerade über Pokebälle gesprochen haben, da fällt mir was ein. Ich weiß nicht, ob ihr euch dran erinnert, aber als wir unser letztes Live-Quiz gehabt haben, ähm, habt ihr wart ihr etwas fasziniert von unseren Abo-Zeichen, die angezeigt haben, wie viele Monate man schon den Gruger liga kanal abonniert hat. Und nachdem dann eine Pokéball-Diskussion losgegangen ist, zwischenzeitlich, während ich dann mein Quiz moderiert habe oder kurz vor Quizbeginn gewesen ist, habe ich mir für dieses Mal gedacht, bereite ich doch mal Fragen... Zum Thema Pokeball vor. Da habe ich zehn schöne Fragen für euch vorbereitet zu diesem tollen Thema. Und da sei an erster Stelle gesagt, ich werde, wenn ich allgemein über die Bälle spreche, immer Pokeball, Pokebälle sagen. Das heißt, auch wenn ich dann in der Frage Pokeball stehen habe und dann nach anderen verschiedenen Bällen fragen werde, dann ist, dann. Versuche ich mit Pokeball, Pokebälle in der Fragestellung zu sagen, welche Pokeballart, welche Pokeball, welcher Pokeballtyp damit abgefragt ist. Ich hoffe, das ist dann soweit allen klar. So. Dann wollen wir da auch direkt mit der ersten Frage beginnen. Frage 11. Ähm, wenn wir in das Thema Pokeball einsteigen, müssen wir uns natürlich überlegen, welche Pokebälle gibt es eigentlich? Und da wurde einige schon durch die Spiele mit eingeführt. Interessanterweise noch nichts wirklich eigenes durch die ähm, durch die Spin-offs. Hauptsächlich immer nur durch die Hauptspiele. Und was da für Bälle dabei gewesen sind, da waren schon echt ein paar schöne Geschichten dabei. Ich möchte in Frage 11 gerne von euch wissen: In welcher Generation wurde zum letzten Mal ein Pokéball neu eingeführt? In der achten Generation? In der siebten Generation? In der sechsten Generation oder in der fünften Generation? Aber Küken, was kann man denn alles zu Pokobellen fragen? Ich habe zehn Fragen gefunden. Die erste siehst du jetzt gerade und ich hoffe, dass du sie richtig beantwortest. Roadrunner muss schon überlegen. So, der Timer ist aus. Dann wollen wir mal auflösen. So, zwei dieser Generationen haben jeweils nur einen Ball neu eingeführt. Zum einen wäre da die fünfte Generation. Die hat in ihrer Generation nämlich den Traumball eingeführt. Und die siebte Generation, wo man nochmal den Ultraball eingeführt hat. Siebte Generation ist die richtige Antwort. Das haben sieben Leute richtig gewusst. Domitius, so klar wie es ist, natürlich ist der Ultraball in der siebten. Das ist schön. Sechste Generation war man sich nicht sicher. Es, in der sechsten Generation wurde leider kein Ball neu eingeführt. Und wenn, dann mit siebter Generation immer noch die späteste. So. Wo wir jetzt aber gerade schon über die Spätere Hälfte der Generation gesprochen haben, wäre es doch auch, auch mal ganz gut, über äh, eine Frage zu stellen, die sich mit der früheren Hälfte der Generation beschäftigt, Generation 1 plus 4. Und da bietet sich keine Frage besser an als die folgende. Ich möchte gerne von euch wissen, Frage 12, welche Generation hat die meisten neuen Pokebälle eingeführt? Die vierte Generation, die dritte Generation, die zweite Generation oder die erste Generation? So. Wie konnte ich das nicht mehr im Kopf haben? Ja, bei einem Timer unter Druck, dann fragen richtig zu beantworten, ist nicht unbedingt immer die einfachste Sache. Kann ich nachvollziehen. Ähm, aber dafür ist das Tool oder des, dafür ist das Tool echt gut vorhanden, dieses Quizformat. Und ich denke, da haben wir auf jeden Fall. Genug Spaß mit. So, die Zeit ist um. Roadrunner sagt 2-1 Risiko. Dann bin ich mal gespannt, was er geantwortet hat. Ich löse auf. Die erste und die vierte Generation haben jeweils fünf verschiedene Pokébälle eingeführt. Die dritte Generation hat insgesamt sieben verschiedene Pokebälle eingeführt. Und die zweite Generation hatte, wer sich dran erinnert, sieben verschiedene Aprikokos. Deswegen sieben verschiedene Aprikokobälle. Und einen Parkball. Insgesamt acht verschiedene Pokébälle. Zweite Generation ist somit richtig. Und das haben neun richtig beantwortet. Das schienen schon wieder mehr von euch gewusst zu haben. Sehr schön. Wunderbar. <laughs> Man freut sich im Chat. Dark Lurak zockt parallel... Online. Ja, vielleicht ein bisschen mehr Fokus dann in die nächste Frage stecken, die wir gleich haben. Vielleicht eine Frage, die dir dann besser lief, wo du dann auch nicht, wo du dann auch hoffentlich besser aufgepasst hast. Denn wir gehen jetzt von den Spielen Richtung Anime. Und da gehen wir erstmal zu den allgemeinen Episoden, zu den Abenteuern mit Ash und seinen Freunden. Und da fangen wir natürlich mit den Episoden an, wo er Cook begegnet ist. Wo wir gerade schon über Aprikos gesprochen haben. Ähm, wird sich wahrscheinlich der ein, die ein oder andere daran erinnern, dass auch Ash zusammen mit seinen Freunden Misty und Rocco Aprikokobälle bekommen hat. Zum einen hat jeder einen Turboball bekommen und dann haben hat man noch in einem zweiten Verfahren, das war wahrscheinlich die, ähm, nachdem sie den GS Ball wieder bekommen haben, haben Misty und Ash jeweils noch einen Köderball bekommen und Rocco hat noch mal einen ganz anderen Aprikoko-Ball bekommen. Ich möchte gerne von euch wissen, Frage 13. Im Anime bekommt Rocco von Kurt neben einem Turboball auch noch einen Freundesball, Levelball, Schwerball oder Symperball. Man haben 10 Punkte angezündet. Mhm. Oh, hier werden schon Joker benutzt. Ja, mein Joker für das Erstellen der Fragen ist ja am anderen Ende des Hauses. Deswegen. Nee, mit den Pokéball-Fragen war er tatsächlich doch ganz gut zufrieden. Mit ein, ein zwei Fragen mussten wir tatsächlich dann austauschen. Die war aber Gott sei Dank okay. Und die richtige Antwort, weil die Zeit schon um ist, die richtige Antwort, den Ball, den von kurt bekommen hat und aktuell bisher noch nie eingesetzt hat ist ein schwerball und das haben acht leute richtig gewusst da ist schon mit seinen punkten im minus ähm, müssen wir gleich gucken eigentlich wenn das eigentlich müsstest du noch eine chance haben wir sind bei frage 13 und das heißt es müssten noch 340 punkte maximal auszuspielen sein wenn du dich jetzt reinhängst, dann kannst du auf jeden Fall noch gut Punkte holen. So ist es nicht. Und SarisWord hat es diesmal ohne Freund geschafft. Sehr schön. Dann wollen wir doch mal gucken, ob du die nächste Frage ohne Freund richtig schaffst, denn wir bleiben beim Anime und gehen zu einer Episode, wo man den Meisterball zuerst gesehen hat. Vielleicht erinnert sich... Vielleicht erinnert ihr euch, es gab eine Episode, wo Ash von einem Pokémon, die Orden geklaut worden sind und ein Meisterangler, wie er sich selber genannt hat, hat versucht dann das Pokémon selber zu fangen, weil es sein Moby Dick gewesen ist. Im übertragenen Sinne gesprochen. Das Pokémon, dem Pokémon hat er den Namen Nero gegeben und ich möchte jetzt gerne von euch wissen, Frage 14, in der Anime Episode ein angelnder Gott, welches Pokémon ist Nero, welches den Meisterball verschluckt? Ein Barsch war? Ein Garados, ein Weimar oder ein Welser. Es ist schon witzig, dass dann gesagt wird: der Meister Meisterball, mit, die, mit dem man je, jedes Pokémon fangen kann. Und dann hat man in der Episode das Pokémon, was einfach die Meisterball verschluckt. Dramaturgie. Sollten wir. Sollte ich vielleicht auch mal ausprobieren. So. Babaküken hat schon mit der. Episode gerechnet. Mhm. Das zum Thema, ich wüsste gar nicht, welche Fragen man zu Pokémon stellen kann. Ich löse auf, die richtige Antwort ist natürlich Welsa. Und das haben sieben Leute richtig gewusst. Man war sich aber ein bisschen uneinig mit War interessanterweise. Mhm. Omnomnom. Nom. <laughs> Und da wären gerade die Facts von der Bescheidwisse rausgehauen. Da wäre es doch mal ganz gut, wenn das genau Podcast gleich nochmal bestätigen könnte. In der Zwischenzeit können wir dann aber, glaube ich, mit der nächsten Frage weitermachen. Wir sind bei Frage 15. Und wer sich an Frage 5 erinnert, weiß, was jetzt kommt, nämlich wieder eine Frage zu unseren Streams. Und welche Frage bei Bellen bietet sich besser an als dieser eine wundervolle Moment, den wir bei den Kreise, die alle Streams. Miterleben durften. Anka ist ja gerade dabei, die ori von den bösen Machenschaften von Team Krypto zu befreien. Das hat sie ähm, im ersten Abenteuer schon ganz gut geschafft. Ihr sind dabei aber natürlich auch die ein oder anderen Widersacher entgegengetreten, die die legendären Hunde mit sich geführt haben. Vor allem beim Raiku hatte sie ganz besondere Probleme, so dass ihr. Am Ende nur noch ein Ball übrig geblieben ist, mit dem sie dann versucht hat, das Raikou zu fangen. Und das hat sie tatsächlich geschafft. Mit dem allerletzten Ball. Wer sich den Clip gerne ansehen möchte, kann das entweder gerne in unserer Completion gerne tun oder einzeln auf unserem Twitch-Kanal. Er ist immer noch vorhanden und er ist immer noch sehr gut. Ich möchte gerne von euch wissen: Frage 15. Mit welchem Pokeball hat Anka bei ihrem alle stream das krypto gefangen? Mit einem Luxusball. Mit einem Nestball, mit einem Premierball oder mit einem Timerball. Aber Küken hat das als Clip gesehen. <laughs> Anka hat hier einen Vorteil. Wer die Streams gesehen hat, hat hier einen Vorteil. Deswegen <laughs> kann man es glaube ich keiner Person verübeln. Aber Küken hat keinen Plan, Domitius sagte schon, es war der Bestball in dem Moment. Und interessanterweise hat sich mein Schreibprogramm gedacht, als ich die richtige Lösung aufgeschrieben habe, ähm, dass ich das Wort falsch aufgeschrieben habe und mir direkt als Vorschlag Bestball angeboten. Die richtige Antwort ist Nestball. Und das haben fünf Leute richtig geraten. Und jetzt können wir uns sogar ansehen, wer diese fünf Leute sind und wer. Denn hier unsere Streams regelmäßig guckt. Was sagen denn unsere Total Scores aktuell? Domitius hat die Frage als schnellstes beantwortet. Anka hat wahrscheinlich, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, ähm, tatsächlich sich zurückgehalten bei der Frage. Was sehr nobel ist, interessanterweise, ich sehe hier einen neuen Namen. Watten Alex, schönen guten Abend. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Ähm, aktuell, Red hat seine Position auf Platz 1 wieder zurückerlangt mit 144.000 Punkten. Bei 300.000 Punkten maximal noch auszuspielen, auf, gibt es auf jeden Fall noch genügend Chancen, dass man Red überholen kann. So ist es nicht. Platz 2, Roadrunner. <laughs> Moin, Ahoi, ihr Landratten, schönen guten Abend. Roadrunner auf Platz 2, Domitius auf Platz 2, jetzt genau wieder auf Platz 4, aber mit. 2000 Punkten Vorsprung nur. Dahinter Barbaküken. Rainbow Rocket Ride Dahinter dann wieder sehr viele. Bis auf die letzten zwei Plätze. Alle im positiven Bereich. Der Bescheid ist auf dem letzten Platz, aber das ist ja gegeben. Und dann sollte das eigentlich erstmal das zu der Punktausführung sein. Wie gesagt, noch 300.000 Punkte maximal auszuspielen. Deswegen es ist noch alles drin. Vor allem Ding, wenn man falsch antwortet, können ja auch Punkte abgezogen werden. Deswegen nie aufgeben. Wir machen weiter mit der nächsten Frage. Wir haben ja schon gesehen, es gibt besondere Bälle, ne? wie zum Beispiel den Nestball, der dann, wenn er als letzter Ball eingesetzt wird, natürlich direkt funktioniert. Allerdings, auch aus dramaturgischer Sicht gibt es auch andere Bälle, die nur in bestimmten Situationen funktionieren. Ich rede hier im speziellen Fall von dem GS-Ball. Der zwar im Anime eingeführt worden ist, aber nie wirklich zum Einsatz kommen durfte. Das letzte Mal, wo man den da gesehen hat, ähm, war in der Episode, wo Morlot, wo sich ein Morlot das, den Ball geschnappt hat und dann damit dann versucht hat, einen Wasserfall hochzufahren. Im Manga, die ersten Abenteuer, hat man die Problematik tatsächlich ein bisschen anders gelöst, weil da konnte man tatsächlich sehen, dass der Ball für eine bestimmte Sache gebraucht worden ist und da wurde sogar verraten, aus welchen Materialien die dieser Ball besteht, beziehungsweise woraus, aus welchen Materialien das Netz besteht, welches sich im Ball befindet. Frage Nummer 16, ich möchte gerne von euch wissen. Im Manga Die ersten Abenteuer ist im GS-Ball ein, ein Netz eingelegt, das aus Material welcher Pokémon besteht. Ammonitas, Kabuto und Aerodactyl, Ariados und Potroth, Arctos, Saptos und Lavados oder Ho-Oh und Lugia. So. Wir werden schon die ersten. Cheat, Vorwürfe, laut. Der legendäre Bestball. Anka glaubt eben an das Herz der Karten äh, der Bälle. Dometius passt das erste Mal. Dann bin ich mal gespannt. Domitius, wenn du hättest raten müssen, was hättest du denn, was wäre denn für dich das Logischste gewesen, was du gewählt hättest? Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest. Wir warten mal, ob Domitius das schreibt. Die Fossilien oder ho und Lugia. Ähm, tatsächlich, eine der beiden Antworten ist richtig. Und zwar. Ho-Oh und Lugia. Genau. Da werden nämlich der Silberflügel und die Buntschwinge explizit erwähnt. Auch? Und deswegen die anderen Antworten waren halt Bullshit-Antworten oder weniger. Deswegen Ariadus und potrott genauso viel mit ho -oh und Lugia gegangen. 50-50 aktuell. Interessant. Deswegen, ich hoffe zumindest. Genau, aus der Silberflüge und der Buntschwinge besteht dieses Netz, was im GS-Ball laut Manga die ersten Abenteuer eingelegt ist. Genau, der Ball oder wie er im Manga heißt, der Ball, der die Zeit anfängt. Wir kommen zur nächsten Frage. Goldsilber. GS gleich Goldsilber. Oder, wie ich jetzt zumindest auf Biblepedia gelesen habe, der grandiose Superball man aus irgendeinem Grund gibt's äh, im englischen eine Bedeutung für GS Ball mit The Great Smiths Ball, also großartiger Schmiedeball. Und irgendeine deutsche Übersetzung, ich habe leider noch nicht nachvollziehen können, woher genau hat dann daraus in der Übersetzung grandioser Superball gemacht. Wo genau kann ich leider nicht sagen, das ist aber eine Frage für ein andermal, deswegen wir kommen zu den Fragen, die ich euch stellen will. Und wir kommen zu einer Sache, die zum Fangen von Pokémon mit Pokébällen ähm, die zum Fangen von Pokémon schon sehr wichtig ist. Denn ich würde ganz gerne mit euch jetzt über Fangraten reden und mit über bestimmte Pokémon, die eine gewisse Fangrate haben. Denn es ist nicht immer so einfach, dass Pokémon, auch wenn man dann das Pokémon auf, auf KP im roten Bereich runtergebracht hat, und paralysiert und an einen anderen Status, ähm, eine andere Statusveränderung zugefügt hat. Es ist trotzdem nicht immer so einfach, das Pokémon dann zu fangen. Ich möchte gerne von euch wissen, Frage Nummer 17. Welches der folgenden Pokémon hat die niedrigste Fangrate? Ramot, Relaxo, Relikant oder Rotom? Great, zumindest nicht mag's. Oder so, Saris World, aber wie gesagt, weiß nicht aus welchem Grund, also sie haben das wahrscheinlich mit GS, weil sie dann das, äh, die Abkürzung halt noch behalten wollten, ähm, haben sie daraus grandioser Superwahl gemacht. Ich weiß aber leider nicht immer noch woher, deswegen ich konnte es leider nicht gut als Frage mit einbinden. Deswegen, lustiger Fun Fact, wenn ich genau nachvollziehen kann, woher das kommt, melde ich mich. R. ist Kant. Sehr schönes Wortspiel Roadrunner. Ähm, wollte ich vielleicht damit erinnern, was einem unserer gewissen Streamer in einem unserer Streams passiert ist? Vielleicht. 50 Minuten. Ähm, wollte ich vielleicht äh, nochmal die ein oder andere Person daran erinnern, was man vielleicht machen könnte in einem der zukünftigen Streams? Vielleicht. Solange nicht genügend Tauchbälle vorhanden sind. Na, weiß ich nicht. Ich fand die Frage trotzdem sehr schön und die richtige Antwort ist in dem Fall Ramot, was drei Personen richtig gewusst haben. Und zur Erklärung. Ramot hat eine Fangrate von 15, Relaxe und Relikant jeweils eine Fangrate von 25 und Rotom eine Fangrate von 45. So viel dazu. Wenn man dann aber die Pokémon geschwächt hat, kann man es dann auch mit dem jeweiligen Pokéball fangen. Das geht bei manchen Spielen etwas schwerer, wie in den Hauptspielen. In manchen Spielen geht das auch sehr einfach, wie zum Beispiel in den Spielen zu Pokémon Pinball. Da ist es ja relativ einfach. Da gibt es ein sechsteiliges Feld, was man mit Hilfe der Bumper dann aufdecken muss. Und dann kann man mit dem Pokéball dann, nachdem man das Pokémon selber dreimal berührt hat, in der Mitte das Pokémon fangen. Und wer sich dran erinnert, bei dem Bumper oben gab es die Möglichkeit, den Pokéball abzugraden. Und zwar zu einem Superball, zu einem Hyperball und zu einem Meisterball. In Pokémon Pinball Rubin Saphir konnte man sich aber dieses Upgrade auch kaufen. Weil es da eine Möglichkeit gibt, zusammen mit äh, einem Marktgebäude, wo man seinen Pokéball dann reinschießen kann, sodass man verschiedene Items Kaufen konnte, so auch dann das Pokéball-Upgrade. Ich möchte gerne von euch wissen. In Pokémon Pinball, Rubin und Saphir ist das Kaufen eines Pokéball-Upgrades genauso teuer wie ein 30-Sekunden-Zeitbonus, den man entweder zum Fangen vom Pokémon, zum Entwickeln von Pokémon oder für die Minispiele nutzen konnte. Ein 90-Sekunden Ball-Saver der dafür gesorgt hat, dass wenn dir der Ball runtergefallen ist, dass der wieder automatisch ins Spiel mit eingeführt worden ist, ohne dass du den Ball verloren hast, einen Versuch. Die Pikachu- und Pichu-Hilfe, die an der Seite gestanden haben und dafür gesorgt haben, dass der Ball wieder zurück aufs Spielfeld kommt. Oder ein besonderes Minispiel, das Seemops-Minispiel. Hier nochmal die Frage, jetzt auch eingeblendet, weil die Antwortmöglichkeiten etwas lang gewesen sind. Im Pokémon Pinball Rubin und Saphir ist das Kaufen eines Pokéball-Upgrades genauso teuer wie... Schön, haben wir jetzt schon wieder so viele neue Abonnenten, dass wir ein neues Emote haben. Genau, wer es gerade sieht, wir haben jetzt wohl das Darth Next tote Biliza Emoji oder besiegte Biliza Emoji. Haben wir jetzt als eigenen Emote bei uns im Chat. Wenn ihr das auch benutzen wollt, zapt gerne bei uns rein. TwitchTV slash Kugaliga. Lasst da euer Abo da. Wenn ihr Amazon Prime, Twitch Prime habt. Lasst gerne euer kostenloses Abo da. Würde unser Event auf jeden Fall sehr unterstützen. So. Hätte fast Rotum geraten. Das war noch zur letzten Frage. Ich löse erstmal auf. Und dann schaue ich mir gleich an, was ihr geschrieben habt. So. Das äh, Pokéball-Upgrade hat 40 Münzen gekostet, wenn ihr das im Markt geholt habt. Das Zemobs Minispiel hat 60 Münzen gekostet. Das Pikachu, die Pikachu und Pichu Hilfe 50 Münzen und der 30 Sekunden Zeitbonus ebenfalls 40 Münzen. Das ist richtig. Eine Person hat's gewusst. Der 90 Sekunden saver hat nur 30 Münzen gekostet. Deswegen schade und es ist sehr verführerisch mal nachzugucken, wer das Ganze denn richtig geantwortet hat oder hat's Oh. Dann wollen wir da, Dann, ich bin mal ebenso frei. Und schau mal. Roadrunner hat die Frage richtig geantwortet als einziger. Sehr schön. Alle anderen falsch, die mitgeraten haben. Was macht das mit den Total Scores? Roadrunner baut seinen Vorsprung weiter auf. So, Platz 4, mir uns genau Podcast. Aktuell keine große Änderung, aktuell in den Platzierungen. Ein paar Leute, die wieder in den Minusbereich gerutscht sind, aber kann sich noch alles ändern. So, dann hoffe ich mal, dass wir mit der nächsten Frage dann wieder ein bisschen was Einfacheres haben. Ich weiß, die letzten zwei drei Fragen waren ein bisschen schwer. Deswegen gehen wir mal, springen wir mal ein bisschen in der Zeit vor, springen wir mal ein bisschen die Generation und die Spiele vor und wir sind jetzt in Schwert und Schild. Da wir ja schon gerade über Kosten gesprochen haben, wie viel ein Upgrade kostet, wie viele Sachen in Markt kosten, wäre es doch mal jetzt interessant zu beobachten, wenn man in ein Pokémon Center geht, da an den Markt stand und dann fragt: Hey, welche Pokébälle haben Sie und wie viel kosten die jeweiligen Pokébälle? Ich möchte gerne von euch wissen. Frage Nummer 19, Im Pokémon Schwert und Schild, welcher der Folgenden ist der teuerste Pokéball? Der Flottball? Der Hyperball? Der Luxusball? Oder der Timerball? So. Roadrunner gibt zu, man mehr Glück als Verstand, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Haben wir schon häufiger gehört. Na, ne, auch bei Kuchengabel, genau. <laughs> Risiko, let's go. Domitius hat sich verklickt anscheinend. Ansonsten Pokémon Pinball. Wäre doch auch mal eine Sache, dass man hier, die man hier auf dem Stream spielen könnte, oder? Wäre ihr damit begeistert, wenn das irgendjemand mal von uns spielen würde? Aktuell, ne, ein paar Stimmen sind schon laut geworden. Meine Kamera ist schon scharf. Jetzt besser. Ähm, aktuell sind ein paar Stimmen schon laut geworden, dass das ganz gerne äh, ein paar Leute von uns spielen würden. Hättet ihr denn da Lust drauf? So. Man sagt hier schon, hat sich vertippt, dann lösen wir mal auf. Der Flottball und der Timerball relativ schnell beantwortet 1000 Pokedollar. In Schwert und Schild in Galar. Der Hyperball kostet 800 Poké-Dollar Und der Luxusball, wie der Name schon vermuten lässt, 3000 Poké-Dollar. Luxusball ist die richtige Antwort, was vier Leute richtig gewusst haben. Oder was vier Leute richtig Getippt haben. Interessanterweise hat man da ein bisschen die Stützschrauben gedreht. Äh, Hyperball hat man runtergesetzt und den Luxusball aufs drastischste um das Dreifache dann erhöht. Was man sich dabei gedacht hat, kann ich leider nicht sagen, aber wahrscheinlich, weil Luxusball im Namen drin steht, muss da wohl auch Luxusball drin sein. Kann man nie so ganz nachvollziehen. Wann Alex dachte sich, das wäre zu offensichtlich? Ja, falsch gedacht. Passiert. So. Wir sind jetzt schon mit der Frage sehr stark in die Zeit vorgesprungen. Dann wollen wir doch mal noch einen weiteren Zeitsprung machen und wollen zu einem Anime springen, der aktuell auf dem Pokémon-Kanal gestreamt wird oder gezeigt wird, die Episoden. Und zwar Pokémon-Entwicklung. Ich denke mal, der ein oder andere, die ein oder andere hat sich die Episoden schon angesehen und als vorletzte Episode, die letzte Woche rausgekommen ist, gab es die Folge, ähm, wo mit den Kimono-Schwestern im Theater die Geschichte der zwei Türme und Lugia und Hoho -Oh erzählt wurde. Während mir noch nicht ganz klar gewesen ist, dass Lugia tatsächlich der Wächter des abgebrannten Turms gewesen ist, das muss ich zu meiner Schande eingestehen. Ist mir aber an den Kimono-Schwestern was aufgefallen? Ihre Evoli-Entwicklung hatten sie in normalen Bällen, allerdings hatten sie als Haarschmuck Aprikokobälle in, in ihrem Haarschmuck. Doppelt gesagt, wunderbar. Ich möchte gerne von euch wissen: Frage 20, letzte Frage zu den Pokebällen. In der Episode der Show von Pokémon-Entwicklungen. Welcher Pokeball wurde nicht von den Kimono-Schwestern als Haarschmuck getragen? Der Levelball? Der Schwerball? Der Sympa-Ball? Oder der Turboball? man Mit den Luxuspänen kann man gut Geld verdienen Schwert und Schild. Ja. Ist schon entschieden. Top 3 ist nicht mehr drin. Das sehen wir gleich, Dark Ein paar Stimmen ist eine komische Haltung also für erste Person Singular. Was habe ich schon wieder gesagt? Bescheidwisser. Ähm. Gut. Evolutions richtig nice. Ach du Scheiße. Ah? Okay. <laughs> Wollen wir mal die Antworten dann durchgehen? Die Bedenkzeit ist oben. Der Levelball war bei der Kimono-Schwester im H, die das Flamara hatte. Der Symperball war bei der Person im H, die Psyana trainiert hat. Und der Schwerball war niemanden. Schwerball ist richtig. Das haben sieben Leute richtig geantwortet. Turboball war natürlich bei der Kimono-Schwester, die Blitzer trainiert hat. Ansonsten, dann haben wir noch Aquana, das war der Köderball, da hatte die Trainerin den Köderball im Haar. Und Nachtara natürlich der Mondball. Frage Nummer 20, die letzte Frage zu Pokebällen. Und dann wollen wir doch mal gucken, was sagen die Scores? Kuchengabel hat als schnellstes die richtige Antwort eingegeben. Was macht das mit den Total Scores? Roadrunner aktuell auf Platz 1 mit 168.000 Punkten Red 1000 Punkte nur dahinter. Das wird knapp. domitius auf Platz 3, März genau auf Platz 4. Da ist auf jeden Fall noch ein interessanter Kna Kampf um den Platz 3. Wo Barbara Küken wahrscheinlich auch noch mitmischen könnte. Auf Platz 5 aktuell. Ansonsten schauen wir mal weiter. Button Alex und aktuell. Bis auf zwei Personen, alle im positiven Bereich. Dahingehend schon mal Glückwunsch, Stark Lurak. Es ist rein rechnerisch noch drin. Es sind noch zehn Fragen, 200.000 Punkte, die noch ausgespielt werden. Auf jeden Fall noch alles drin. Deswegen Mühe geben. Die Pokéball-Fragen sind jetzt vorbei und wir kommen jetzt zur zweiten Jahreshälfte mit Dingen, die im Pokémon-Jahr 2021 passiert sind. So wie. Und da fangen wir witzigerweise direkt mit dem ersten Tag in der zweiten Jahreshälfte an. Mit dem ersten Juli. Denn da hat sich die Pokémon Company etwas Nettes ausgedacht. Frage 21. Ich möchte gerne von euch wissen. Welchem Pokémon wurde am 1. Juli 2021 ein eigener Tag gewidmet? Bediza, Felino, Hydropi oder Pikachu? Kammer schon wieder High five <laughs> aus Versehen richtig geantwortet. Ups. Uh da ist jemand im Krugerliga-Kanal, der nicht ich bin. An der Stelle schönen guten Abend, wer auch immer sich da heimlich eingeloggt hat. Ein paar Stimmen wollen Pokémon. Ah, das, da habe ich das gesagt. Okay. Schnellste Antwort im Willen Westen. Okay, da bin ich mal gespannt. So richtige Antwort natürlich. Wer hat? Wie hätte man sich's anders gedacht? Wie die Za. Das haben sieben Leute richtig gewusst. Oh, einige sind mit Pikachu mitgegangen. Interessant. Das habe ich. Aber tatsächlich nicht wird wenn, wenn das der Fall gewesen sein sollte. Allerdings, ich glaube, der Bediza-Tag war schon prominenter besetzt. Wenn man sich so überlegt, was da alles abgespielt worden ist. <laughs> Jawohl, ja. Mhm. Oh, und Ankermon spricht da tatsächlich schon was Gutes an mit, ihrem, mit ihrer Liedzeile. Denn ähm, das Pokémon Bediza hat dann auch eine eigene Version. Des ähm, weltbekannten Hits Never Gonna Give You Up von Rick Astley bekommen. Richtig schön, zwar nur halb so lang ungefähr, aber trotzdem sehr schön ausgearbeitet mit vielen verschiedenen Sachen. Und ich habe mir den Song nochmal angesehen und mir ist da eine interessante Stelle aufgefallen, über die ich euch jetzt gerne was fragen würde. Frage Nummer 22: Ich möchte gerne von euch wissen. Im Song Heißt es, it's got so many useful moves. Welche VM-Attacke wird dann als Negativbeispiel genannt? Kraxler, Stärke, Zerschneider oder Zertrümmerer? Bidoof ist God, Happy Gary? Ah, jawohl, ihr habt im Pokémon Mystery Dungeon 2 gesagt. Hier hab ich nicht gespielt. Scheint auch wieder keine einfache Frage gewesen zu sein. Dann wollen wir zumindest schon mal verraten, dass Kraxler und Stärke es so gesehen nicht sein konnten, weil Bidiza es nicht lernen konnte. Die Zeile geht nach It's Got So Many Useful Moves weiter mit Much More Than Plain Old Cut. Don't Be Shy to Use Them. Zerschneider ist die richtige Antwort. Vier Leute haben richtig getippt während vier andere Personen sich auf Stärke und auf Kraxel eingelassen haben. Interessant. Mhm. Wer sich übrigens ansehen möchte, welche Attacken Bidiza noch alles lernen kann, der kann das gerne jeden Mittwochabend tun, ab 20 Uhr. Darthnex mit seiner Bidiza only naslog aktuell kurz vor, vor der Kampfarena. Es wird es kommt die erste richtig schwere Probe. Schaltet da auf jeden Fall nächste Woche Mittwoch ein, weil ein Stream vor Jahresende kommt da auf jeden Fall noch, habe ich mir sagen lassen. Ich schalte auf jeden Fall ein. Kommen wir aber mal zur nächsten Frage und kommen wir zum nächsten großen Ereignis, denn neben der Präsenz im Februar gab es noch mal eine Präsenz im August und diese hat Neben den großen Spielen, die dann sowohl dieses Jahr mit den Remakes wie auch dann mit Legenden Arzeus, was nächstes Jahr rauskommen soll, noch ein paar andere kleinere Sachen angekündigt. Zu Spin-Off-Spielen. Mein Stift runtergefallen. Ich möchte gerne von euch wissen, Frage 23. Welches Spiel wurde in der Pokémon Präsenz vom 18. August angekündigt, dass es überarbeitet wird? Pokémon Café Mix, Pokémon Masters EX. E Pokémon Quest oder Pokémon Trading Card Game Online. Ja, schauen wir mal wieder in den Chat. ist, oh Gott, das war's mit dem dritten Platz. Kuchengabel wird für seine Blödheit belohnt noch so in einer eigenen Aussage. So, Dark Lurak, ich drück dir die Daumen, dass du wieder in den positiven Bereich kommst. Ähm. Kampfarena, kampf Kampfarena, sehr schön. So. Zeit ist um, es wird aufgelöst. Die richtige Antwort ist Pokémon Café Mix, was dann umbenannt worden ist in der Direct oder wo dann auch schon der neue Name direkt angekündigt wurde mit Pokémon Café Remix. Genau, das Trading Card Game Online, das wurde da noch nicht bekannt gegeben und Pokémon Masters EX, da ist die Änderung, glaube ich, schon viel früher passiert. Pokémon Masters zu Pokémon Masters X, wo man sich über Namensgebung und Hashtags mal Gedanken machen sollte. Habe ich gehört. Nächste Frage. <laughs> ähm, Genau. Bevor Trailer zu den großen Spielen gezeigt worden sind, unter anderem dann zu ähm, Strahlender Diamant und Leuchtende Perle, gab es, weil es das schon mit den anderen Starter Pokémon von der 8., 7., 6. und 5. gegeben hat, ein kleinen Kurzfilm mit den starter pokémon der vierten Generation. In, auch in der Direct. Ich möchte gerne von euch wissen. Frage 24 In der Pokémon Präsenz vom 18. August zeigen Chelast, Pamflam und Plinfa in einem Kurzfilm ihre Angriffsstärke, Attackenpräsentation, Schönsten Accessoires oder Sprungkraft. Aber wird TCG nicht auch neu gemacht? Das stimmt, das wird neu gemacht, aber das wurde nicht in der Direct angekündigt. Und das war die Frage. Genau. Uh. Ah, man sieht schon wieder entfragende Gesichter. So. Und interessant zu erzählen ist an der Stelle, dass tatsächlich ähm, zwei. Clips zu den Starter Pokémon der vierten Generation gegeben hat. Es gab einen, der in der Präsenz stattgefunden hat oder der gezeigt worden ist, und es gab einen, der separat von der Präsenz dann auch noch mal auf dem Kanal am selben Tag hochgeladen worden ist. Und der, der in der Direct gezeigt worden ist, war der Kurzfilm über die Sprungkraft. Die Attackenpräsentation wurde tatsächlich als eigener Clip separat auf dem Kanal hochgeladen. Deswegen da wieder ein paar Leute in die Irre geführt. Sprungkraft ist richtig. Kuchengabel hat da anscheinend die richtige Antwort gewählt. Genau. Einer von denen kann nicht so hoch springen. Dann einmal kurz nochmal erzählt. In dem Clip geht es darum, dass zuerst Pamflam springt. Aufgrund seiner Gelenkigkeit als Affe ist das relativ einfach gewesen. Flimfer hat dann seine Sprungkraft mit seinen Flügelschlägen erweitert und Schlass als Schildkröte hat es leider nicht so einfach vom Boden geschafft, weswegen dann Pamflamm und Plimpfer dann gesagt haben, hey, heben wir dich einmal hoch und ist dann mit einem kleinen Erdbeben, wo dann Schlass wieder mit einem kleinen Erdbeben runtergekommen ist. Schöner Clip, kann man sich gerne öfter ansehen. So, und damit ist Frage 24 zu Ende gestellt. Ich glaube, es ist auch alles gesagt. Wir kommen zu Frage 25. Wir kommen zu einer Frage aus unserem Streamsektor. Was könnte man zu unseren Streams? Eine schöne Frage stellen. Meine Kamera ist wieder unschuldig. Eine Frage stellen, die mit den Streams zu tun hat. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie Kirill. Pokémon Kristall gespielt hat. Könnt ihr euch daran erinnern, als Kirill, nachdem er Champ geworden ist und durch Kanto gereist ist, sich noch ein paar Pokémon extra gefangen hat, um sich die Zeit zu vertreiben? Könnt ihr euch noch daran erinnern, als er versucht hat, das Entei für mehrere Episoden für mehrere Pokémon zu fangen? Ich hoffe doch, weil darum dreht sich nämlich meine Frage. Er hat es ja Gott sei Dank geschafft am Ende. Und ich möchte da ganz gerne von euch wissen: Frage Nummer 25. Auf welcher Route in der Nähe von Viola City hat Kirill im Pokémon Kristall das Entei gefangen? Pokémon. Pokémon 31. Route 31, Route 32, Route 36 oder Route 37? Wir sind. In der finalen Phase unseres Quizzes. Und mal schauen, wer da bei unseren Streams wieder aufgepasst hat. Konnte die Streams leider nicht sehen. Da musst du nicht traurig sein, Roadrunner. Denn ähm, wir laden unsere Streams parallel auf unserem YouTube-Kanal Grugerliga hoch. Deswegen, wenn du dir da was nachträglich angucken willst, da kannst du auf jeden Fall unsere vergangenen Streams ohne Pause. Ohne Unterbrechung direkt durchbingen, überhaupt kein Problem. Okay, das weiß ich leider nicht, aber egal, raten und so. Dann wollen wir noch mal gucken. So Viola City erinnern wir uns, hat ja eine Ru äh, hat ja drei Routen, die einmal nach Osten, Süden und Westen gehen. Das <laughs> habt ihr jetzt spiegelverkehrt angezeigt bekommen, glaube ich. Genau, das ist für euch Osten, das ist Süden, das Süden, das Westen. Und er ist für den Versuch nach Westen gegangen. Also so für euch. Nach Westen. Das heißt, Route 31 und Route 32 sind schon mal falsch. Er hat das Entei auf Route 36 gefangen und zwei Leute haben das richtig getippt. Ein paar Leute haben vielleicht doch aufgepasst oder gut geraten. Das ging zum Glück über Geografiekenntnisse. Sehr gut. Wunderbar. So, und da wir jetzt wieder bei einer Fünf-Fragen-Marke angekommen sind, können wir doch mal gucken, wie sehen die aktuellen Punkte aus. Domitius und R.P. Gary haben sich zwar nicht getraut, viele Punkte einzusetzen, haben aber richtig geantwortet. Total Scores. Es wird richtig knapp am Ende. Roadrunner und Red Tail aktuell beide auf 203.000 Punkten. 200 Punkte Abstand knapp. Domitius und genau, Podcast, 7000 Punkte Abstand. Kuchengabel. Für ihn ist vielleicht noch alles drin. Hat anscheinend auch aufgeholt, hat nämlich Babaküken von dem fünften Platz gestoßen. Ansonsten RP Gary im positiven Bereich. Dark Lurak kann zumindest noch in den positiven Bereich kommen, wenn du die letzten Fragen richtig beantwortest. Aktuell sind 100.000 Punkte im Spiel. Und ich denke, die letzten Fragen sind nicht so schwer. Sind ein bisschen knifflig gestellt, aber schwer sind sie nicht. Deswegen kommen wir zur nächsten Frage und zu einem Spiel, was dieses Jahr ein aufsehenerregendes Thema gegeben hat, nämlich Pokémon Unite. Ich weiß nicht, wer von euch das gespielt hat. Ich habe zumindest die erste Season mitgemacht. Es ist an sich ein gutes Spiel, aber die anderen Geschichten, die da passieren, darüber müssen wir, glaube ich, nicht reden was da Schlimmes verlaufen ist. Ähm, bevor wir uns aber mit dem Thema beschäftigen, erstmal darüber, wie das Spiel funktioniert, denn ähnlich wie in anderen MOBAs ist es so, dass du, wenn du bestimmte Pokémon nutzen willst, entweder die dann in der jeweiligen Woche freigeschalten sind oder du dir, wie es in dem Spiel heißt, Unite-Lizenzen holen musst. Zu Beginn, zur Veröffentlichung des Spiels gab es eine Unite-Lizenz kostenlos. Das heißt, du konntest direkt ein Pokémon ohne irgendwelche Kostenausgabe direkt spielen. Ich möchte gerne von euch wissen: Frage 26. Als Veröffentlichungsbonus gab es im Pokémon Unite die Unite-Lizenz von Alola Vulnona, Gardevoir, Quajutsu oder serra ora als Veröffentlichungsbonus gab es im Pokémon United die Unite-Lizenz von Alola Vulnona, Gardevoir, Fajutsu oder Zeraora. Red Rail freut sich, dass eine Unite-Frage ankommt. Apple Gary spielt es fast jeden Tag. Winter -Map ist echt schön. Uh, Barbaküken hat anscheinend Pokémon Unite nicht mitgekriegt es freut sich sogar. Roadrunner ist sich nicht sicher. Dann wollen wir doch mal gucken. Die richtige Antwort ist Zeraora. Ora. Das haben sechs richtig beantwortet. Alolan Vulnona und Quadruzzo gab es in einer 14-Tage-Aktion, wenn man das Spiel 14 Tage gespielt hat, nacheinander oder in Abständen. Und Gardevoir ist erst dazu gekommen. Eine Woche später müsste das dann gewesen sein. Das Spiel ist am 21. August ausgekommen, müsste gewesen sein und gerade war dann eine Woche später am 28. August oder Juli. Ah, Zeit. Auch vielleicht hat wirklich jemand mit Zeitreisefähigkeiten. Nächste Frage. Wir bleiben bei Pokémon Unite und wie gerade schon kurz erwähnt, es gab ein großes Aufregerthema, denn ähm, die Ausgabemöglichkeiten in diesem Spiel sind... Gehen auch schon in den Bereich, der Richtung Pay-to-Win geht. Weswegen sich sowohl die Pokémon-Community als auch andere Communities, die sehr viel mit dem Oberst zu tun haben, sich sehr stark darüber beschwert haben. Ähm, ich möchte an der Stelle gerne von euch wissen. Frage 27: In Pokémon Unite, wie lautet der deutsche Name der Währung, die nur mit richtigem Geld erworben werden kann? Erst Diamanten. Er aus Edelsteine, er aus Juwelen oder er aus Klunker. So. so zum Glück hat er nicht geraten, hätte falsch getippt. Das gibt es auch. Ja, Barbaküken, ähm, als das Spiel veröffentlicht wurde im Juli, August, da war es zuerst auf Englisch für äh, alle Regionen. Und dann mit dem ersten richtigen Update, wo das Ganze dann auch für Mobile-Devices rausgekommen ist, da gab es dann erst die Möglichkeit, die Sprache zu ändern. Deswegen, ja, das Spiel gibt es jetzt auch auf Deutsch. Ähm, Roadrunner hatte eine Vermutung, war ihm aber zu heiß. Da wollen wir doch mal gucken. Ob Redhay mit seiner Vermutung richtig liegt, mit seiner Antwort. Die richtige Antwort in dem Fall Eos-Juwelen. Das haben sieben Leute richtig gewusst. Eos-Klunker und Eos-Edelsteine. Auch noch gewählt. Leider falsch. Aber ja, müssen wir, glaube ich, nicht darüber reden, dass neben der Tatsache, dass, Pay dass die Pay-to-Win-Mechanik durch die Items, die Pokémon tragen können, ähm, nicht unbedingt. Das beste ausbalancierte System ist, weil man sich die Upgrades dafür relativ mit echt Geld kaufen kann. Und was man so als letztes mitgekriegt hat, bevor ich dann aufgehört habe, es gab Skins, die für 40 Euro verkauft worden sind. Deswegen, ne, jeder sagt, ne, wir sind Gott sei Dank erwachsen genug, dass wir mit unserem eigenen Geld gut aufpassen können. Aber bei kleinen Kindern weiß man ja nie. 40 Euro für einen Skin, ach du, je. gut. 40 Euro. Überleitung. So viel hat das Originalspiel Pokémon Diamant und Pokémon pearl gekostet. Die Remakes waren ein bisschen teurer, aber ähm, sind trotzdem schöne Spiele geworden, die jetzt vor kurzem erschienen sind. Ich habe ja gerade schon ein bisschen in der Runde gefragt, wie weit ihr seid. Ich habe schon von einigen gehört, dass ihr schon äh, gut durchgekommen seid. Auch schon das Spiel durch habt. Ähm, die nächsten Fragen, die ich rausgesucht habe, sind zumindest darüber, über Sachen, die passiert sind, bevor man das Spiel durchgespielt haben braucht. Also dafür musste die Story nicht extra durchgespielt haben. Wir kommen zur nächsten Frage. Wir kommen zu äh, einem Ort in Schleide, der aufgrund der Original-Remake-Thematik verändert worden ist. Wer sich noch daran erinnert. Damals wurde das Spielhallenproblem will ich es mal nennen nicht so hart behandelt. Deswegen gab es sie in Diamanten, Perl die Spielhallen noch. Im Platin konnte man zumindest nicht mehr an die Slotautomaten. In den Remakes ist es so, dass jetzt anstelle der Spielhallen jetzt ein anderes Geschäft an der Stelle der Spielhalle steht. Ich möchte gerne von euch wissen. anstelle der Sh anste dep 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 dep. anstelle der Spielhalle Zungenbrecher. Anstelle der Spielhalle steht in den Remakes der vierten Generation in Schleide die Modewelt, Metronom, Mimikrie, Mondgewalt oder Mondschein. Roadrunner, ich gebe mir Mühe, dass ich das so schnell wie möglich durchkriege. Aber hin und wieder, auch wenn es unnötige lange Erklärungen gibt, für Vorgeschichten muss die Zeit reichen. So, Redtail sagt auch schon easy, Bukengörbel freut sich auch schon. So. Wer sich daran erinnert, weiß, dass in der Spielhalle ein ganz besonderes Pokémon vorgekommen ist, nämlich Pipi. Da wurde sogar eine Anspielung in der Lagerhalle neben der Modewelt gemacht, dass da selbst kein Pipi zurechtkommen würde. Und dementsprechend wurde dann auch die Modewelt nach einer besonderen Attacke benannt, die PP einsetzen kann. Und das ist die Attacke. Metronom. Und das haben fünf Leute richtig beantwortet. Sehr schön. Einige mit Mondschein und Mimikry. Jetzt bin ich gerade am überlegen, habe ich wirklich Metronom als richtige Antwort aufgelöst? Ich denke doch. Interessant wusste ich nicht. Oh! Wird vielleicht doch nochmal spannend, Robotoner. Deswegen zwei Fragen noch. Eine Frage zu... Pokémon zu dem Remakes. Eine Frage haben wir noch zu dem Remakes und gleich die letzte Frage wird auch nochmal witzig. Deswegen wollen wir nicht lange drumrum reden. Kommen wir zur nächsten Frage. Und kommen wir zu vier Pokémon, die wir gerade schon ganz am Anfang des Quiz haben. Vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere, die ein oder andere an die Top 4 der Pokémon des Jahres. Äh, die Auswahlmöglichkeiten haben... Eine ganz besondere Eigenschaft für die folgende Frage, die ich euch gerne stellen will. Ähm, wie ihr ja sehen könnt, ich bin ja ein begeisterter Fan von Icognitos. Zumindest benutze ich sie ganz gerne für mein Rätselmeister-Image mehr oder weniger. Im Untergrund gibt es die Möglichkeit, sich Statuen von verschiedenen Pokémon zu holen. So auch vom Icognito. Allerdings. Gibt es für Icognito tatsächlich nur eine Statue mit einem bestimmten Buchstaben? Ich möchte gerne von euch wissen: Für Icognito gibt es im Untergrund nur eine Statue. Welches der folgenden Pokémon hat das dargestellte Icognito im Namen? Schillerbell, Deden, Serpifoy oder Subiris? Inkognito gibt es im Untergrund nur eine Statue. Welches der folgenden Pokémon hat besagtes Inkognito im Namen? <laughs> so. Äh, wer sich bei der Frage bedanken <lacht> möchte, <lacht> aber eben kurz die Schuld komplett von mir abweisend, äh, der Bescheidwisser hatte die Idee mit der Frage dass die Antwortmöglichkeiten tatsächlich am Ende so gut gepasst haben, hätte ich nicht damit gerechnet. <laughs> so. So. Es gibt von jeder Pokémon-Statue im Untergrund eine Version. Beziehungsweise vom Icognito gibt es im Untergrund nur eine Version. Nämlich nur in Form eines Buchstabens. Es gibt nicht jedes, po jedes Icognito mit allen Buchstaben. Das eine Inkognito, was als Statue im Untergrund fungiert, war das F oder ist das F-Inkognito. Und jetzt schauen wir uns nochmal eben kurz die Namen an, wo das F, in welchem Namen ein F vorkommt und sehen, es gibt nur einen Namen, wo das F vorkommt und das ist Happyfoy. Und das haben vier Leute richtig geantwortet. Das war Frage 29. Und anscheinend ist für jeden noch alles drin, wenn ich das richtig sehe. Das mit dem Pokémon hat mich verwirrt. Oh, Red Redtail hat die Frage doch noch richtig beantwortet. Es wird und bleibt spannend. So, dann ist es ja gut, dass ich mit meiner letzten Frage, auf die ich gehe, jetzt eine Frage rausgesucht habe, mit der ich bewusst auf Geschwindigkeit gehen wollte. Die letzte Frage, ich habe gerade schon. Ähm, bei den Fragen zu Pokémon einmal die Serie kurz angerissen. Ich habe nochmal eine Frage zu der Serie Pokémon-Entwicklung rausgesucht. Und um mal auf den ganz aktuellen Stand zu kommen, heute ist wohl die letzte Episode rausgekommen, die zu dieser Serie gehört. Schöne Episode habe ich mir auch schon angesehen. Ich hoffe, ihr auch. Denn die letzte Frage ist, ich möchte gerne von euch wissen, Frage Nummer 30. Wie lautet der deutsche Titel der aktuell letzten Episode von der Serie Pokémon Entwicklung? Die Aufdeckung, die Entdeckung, die Enthüllung oder der Fund? Ah, hab sie tatsächlich nicht gesehen. Schade. Ja, wie gesagt, heute ganz frisch rausgekommen. Da gibt's auf jeden Fall noch was zu tun, wenn wir gleich mit dem Quiz zu Ende sind. Aber Zeit ist um. Ich merke schon. Es haben sich einige Leute die Serie nicht angesehen. Deswegen Wird's jetzt interessant, was passiert, wenn ich auf Auflösen klicke? Die richtige Antwort, die letzte Episode. Eine Episode darüber, wie Mewtwo gefangen wurde und dagegen gekämpft wird. Vielleicht doch nochmal interessant für den einen oder anderen, die einen oder andere. Richtige Antwort, Episode 8. Die Entdeckung. Und zwei Leute haben richtig geantwortet. Es wird interessant. Und Red Hail legt schon mit bestimmten Phrasen los. Es gibt eine kleine Vermutung, wer das Quiz heute gewonnen hat. Deswegen wollen wir doch mal gucken. Wer hat das Pokémon Quiz heute gewonnen? Das Jahresquiz. Ich löse auf und es ist Red Hail mit... 266.000 Punkten, dahinter Roadrunner mit 230.000 Punkten und auf Platz 3 doch nochmal gut abgesichert, Domitius mit 158.000 Punkten. Herzlichen Glückwunsch an euch drei. Klapp, 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 einmal Applaus die Mode in den Chat für die drei. Dahinter haben wir noch Miants genau Podcast, Kuchengabel, Saris World, Barbaküken, Rainbow Rocket Raiju, R.P. Gary, Moinkart, Button Alex, sagt du. Wunderbar. Die Frage hat Red Tail am schnellsten beantwortet. Oh, da ist jemand wirklich Risiko gegangen. Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch. Ähm ja, du hast einen Titel verteidigt. Was haben, möchten Sie ein paar finale Worte zu diesem Quiz abgeben, Herr Red Tail? Ja. Genau, die letzten fünf Fragen haben anscheinend nicht so gelegen. Passiert. Man muss halt bei solchen Quizs immer mit allem rechnen. Und ich hoffe, das konntet ihr bei dem Quiz und ich hoffe, dass es euch auch gut Spaß gemacht hat. Denn es hat auf mir jeden Fall wieder Spaß gemacht, sowas für euch vorzubereiten. Und ähm, auch wenn diese typische ähm, Aufgeregtheit immer noch vorhanden ist, hat es mir auch Spaß gemacht, das Ganze mal in Eigenregie durchzuführen. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie das demnächst wird, wenn ich das Ganze auf regelmäßiger Basis mache und ich vielleicht auch mal die Möglichkeit habe, irgendwann damit ähm, auf einer Livebühne zu stehen, die eine andere ist als die Google Liga. Ich habe da, um mal ein bisschen vorwegzunehmen, ich habe da tatsächlich schon mit einem Veranstalter gesprochen der auch grundsätzlich bei mir in der Nähe pub veranstaltet hat, habe ihm immer vorgeschlagen, hey, wäre doch mal ganz cool. Oder hey, wie wär's denn, wenn ich für dich mal einen Pokémon-Quiz vorbereite? Hat er zugesagt. Ich bin mal gespannt, wie das das nächste Jahr wird, wie dann auch die aktuelle Situation wird. Muss man mal gucken. Wenn ich da auf jeden Fall was genaueres weiß, es wird sich wahrscheinlich erstmal nur auf NRW begrenzen, beziehungsweise ein bestimmter Teil von NRW. Sollte ich da was genaueres wissen, gebe ich auf jeden Fall Bescheid. Bis dahin. So. Rätselmeister auf der Dokumi Mainstage. Let's go. Wäre auch eine Möglichkeit. Müsste ich mal gucken. Müsste ich mal mit. Müsste ich mich mal als Moderator bei dem bewerben. Wäre bestimmt auch mal was. So, dann klicken wir einmal hier auf Endgame. Dann wechseln wir nochmal Szene. So. Wunderbar. Ähm, wie gerade schon gesagt, es hat mir wieder unfassbar Spaß gemacht, die Fragen für euch vorzubereiten. Ich hoffe, es war genauso spaßig für euch wie für mich. Ähm ich, hoffe, ich hoffe des Weiteren, dass ich nächstes Jahr äh, genauso viel vorbereiten kann, wie ich dieses Jahr geschafft habe. Da auch dann natürlich mit der ein oder anderen neuen Themenspezifizierung. Es gibt auf jeden Fall noch vieles, ähm, was es zu entdecken gibt, worüber man Fragen stellen kann. Habe ich mich auch letztens zum Beispiel mit meiner Kuchengabel drüber unterhalten. Da gibt es auf jeden Fall noch ein, zwei Themen, über die man sehr gerne Fragen stellen kann. Ähm, ansonsten, yo, war das zumindest jetzt der letzte Stream vor Weihnachten. Morgen findet kein Stream statt, ist aber, glaube ich, jeder und jedem gegönnt. Ähm, deswegen lasst mich als Vertretung für die gesamte Gruger Liga sagen... Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Kommt gut über die Weihnachtszeit. Nach dem Weihnachtswochenende wird auf jeden Fall nochmal gestreamt. Ähm, Montag und Mittwoch natürlich Krugerliga pokémon mit Kirill. Dienstagabend mit Anka, der alle Stream. Und am Mittwochabend dann nochmal Darth Next mit seiner Bidizana-Slog. Einmal nochmal in den Chat geguckt. Ne? Gerade noch zum Grüßen Schönen guten Abend, -Rüpel. Ne, Du hast. Gerade so alle 30 Fragen verpasst. Blöder Zufall. Ich weiß, du hättest so gerne mitgemacht, aber nächstes Mal ne, bist du wahrscheinlich früher dabei, dass du mitmachen kannst. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Zum Glück, genau. Ähm, Merry Christmas, everyone. Ähm, ich überlege jetzt auch gerade, was für letzte Worte ich zumindest von meiner Position noch sagen kann. Rätselmeister, den Rätselmeisterjob hier in der Krugerliga zu machen, macht mir wirklich sehr Spaß. Ich hoffe, dass ich das die nächsten Jahre auch noch mal weiter, auch machen kann. Ähm, ich gelobe Besserungen, was die Podcasts angeht. Ab jetzt, wo ich mich diese Woche komplett mit dem Quiz beschäftigt habe, ähm, werde ich mich jetzt ransetzen und eine Episode, die noch, die sehr lange schon im Verzug ist, jetzt mal langsam fertigstellen und hochladen und äh, weitergehen zum Hochladen und Bleibt da auf jeden Fall gespannt, was dann die nächste Zeit auf jeden Fall noch zu so kommen wird. Was Pokémon Quizzes angeht, was Podcasts angeht, was unsere Social-Media-Kanäle angeht. Ausrufezeichen, Social-Media. Ihr könnt uns auf unserem Discord-Server äh, verfolgen. Und natürlich auch, wenn es dann alle Schritte reichen sollten, können wir uns natürlich auch auf der Google-Liga wiedersehen. Ähm, die ist, da ist auf jeden Fall schon was geplant. Wir planen hoffentlich auch, dass genug Leute von euch kommen. Wir freuen uns auf jeden Fall, eure Gesichter spätestens da wiederzusehen. Und da hoffentlich dann mal was anderes, was Live-Event-mäßiges auf die Beine zu stellen. Da würden wir uns auf jeden Fall super, super freuen. Bis dahin, wer Lust hat, ich werde wahrscheinlich gleich nochmal in Discord in Voice Chat gehen und dann gibt's eine Afterparty, die wir uns, glaube ich, jetzt nach den zwei Stunden alle gönnen dürfen. Und ich verabschiede mich hier schon mal mit frohe Weihnachten, schöne Feiertage, übersteht das Fest gut mit euren Verwandten und Liebsten und Freunden. Und ich verabschiede mich schon mal für dieses Jahr, sage guten Rutsch. Und schließe ab mit den Worten von Professor Kastan: bleibt gesund und spielt Pokémon. Bis dahin oder bis gleich. Schönen Abend noch.